In Lugau geht die Sanierung und der Ausbau des alten Bahnhofsgebäudes voran. Davon konnten sich noch in der vergangenen Woche die Mitglieder des Technischen Ausschusses der Stadt überzeugen. Zwar liege das Bauvorhaben nicht mehr im ursprünglich geplanten Bauzeitplan, jedoch liege das in unvorhersehbaren Bauzuständen, die während der Arbeiten entdeckt wurden. So mussten zusätzliche Trockenlegungsverfahren und Unterfangungsarbeiten angewendet werden, die nachfolgende Arbeiten weiter verzögerten. Ende 2019 sollte das ehrgeizige Projekt schon abgeschlossen werden. Nun spricht Bürgermeister Thomas Weikert vom Spätsommer 2020, sollte es durch die Corona-Krise nicht noch weitere Verzögerungen geben. Das könnte passieren, wenn zum Beispiel benötigtes Material nicht mehr geliefert werden kann. Derzeit sind der Trockenbau in der Endphase und der Innenausbau fast fertig. Als nächstes muss der Fußboden rein. Estrich und Bodenbelege stehen an. Zudem arbeiten alle Gewerke bereits an der Endmontage, wie bei Elektro, dem Klempnergewerbe, Treppen und Aufzug. Der alte Bahnhof soll etwa 4 Millionen Euro für Sanierung und Umbau kosten. 90% davon werden durch das Förderprogramm Integration im Quartier getragen. Baubedingt wären aber auch mehr Kosten entstanden, hieß es aus dem Bauamt. Ob für diese Kosten auch Fördermittel fließen, sei noch nicht 100%ig sicher. Der Stadt wurde das aber in Aussicht gestellt. Nutzer des Objektes ist vor allem der Ringerverein Eichenkranz Lugau. Die Sportler werden den alten Bahnhof als Trainings- und Wettkampfstätte nutzen. Dafür haben sie dann beste Bedingungen. Dafür werde, so der Bürgermeister, die Sporthalle an der Flockenstraße stillgelegt. Diese sei massiv sanierungsbedürftig. Im Bahnhof sollen aber auch andere Vereine und Projekte der Ganztagsbetreuung einziehen. Auch der Güterboden nebenan wird aktuell saniert. Wo früher Pakete und Waren vom Zug geladen wurden, soll künftig Breitensport möglich sein. Auch dieses Projekt wird gefördert. 2/3 kommen aus dem Bund-Länder-Programm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren. Bisher sind schon Leistungen für 1,4 Millionen Euro ausgeschrieben worden.